Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es den wirklich bei einigen lang ersehnten Umstandshaul, Umstandsmodenhaul. Das heißt, ich zeige euch in diesem Video einfach alles an Umstandsmode, was ich mir in dieser Schwangerschaft zugelegt habe. Wir gehen diesmal über den Sommer. Bei der letzten Schwangerschaft war es über den Winter und dementsprechend hatte ich bei der letzten Schwangerschaft fast gar keine Umstandsmode, außer zwei Jeans, Hosen und ein paar Oberteile, aber am meisten habe ich hier solche Pullis getragen. Und in dieser Schwangerschaft geht es natürlich nicht, da wir über den Sommer gehen, wie gesagt sogar über den Hochsommer. Und dementsprechend musste ich mir ein paar Sachen besorgen. Ich habe natürlich noch ganz viele andere Sachen, die ich dennoch trotz der Schwangerschaft tragen kann, zum Beispiel ganz viele Kleider im Sommer. Aber trotzdem wollte ich ein paar kurze Hosen haben, ein paar T-Shirts und sowas. Und das seht ihr jetzt alles in dem Video. Ich werde die Sachen auch für euch einmal anziehen. Das heißt, ihr werdet sie auch alle getragen sehen. Und wünsche euch jetzt einfach ganz, ganz viel Spaß bei dem Video. Ja, bei mir ist es so, dass ich fast nichts von meinen alten Sachen tragen kann, weil ich wirklich sehr klein und sehr zierlich bin. Also ich trage eigentlich Größe 32. Und da ist es klar, dass die Jeanshosen einfach sehr, sehr schnell zu klein werden und auch nicht in der Schwangerschaft getragen werden können. Genauso wie Tops oder Langarm-Shirts. Es wird jetzt einfach am Bauch alles zu klein. Und so langsam muss ich wirklich komplett auf Umstandsmode zurückgreifen. Ein, zwei Sachen gibt es noch, die passen natürlich. Zum Beispiel Pullover passen natürlich auch immer. Oder so Strickjäckchen. Aber das meiste ist tatsächlich aussortiert und wartet jetzt einfach bis Ende des Jahres. Ja, ich würde sagen, wir legen auch direkt los. Ich habe genug gequatscht. Und ich würde sagen, wir starten einfach direkt. Ich habe hier den Haufen neben mir liegen und würde euch einmal ein Doppelset an Tops zeigen. Also erstmal, ich habe 99% bei Vinted gekauft. Tatsächlich neu gekauft habe ich nur ein Teil. Also wirklich, ja, alles von Vinted bzw. gebraucht. Ich finde, Umstandsmode ist nämlich einfach viel zu teuer im Neupreis. Und ich habe mir diesmal wirklich nur eine Jeanshose gekauft. Und genau, den Rest ganz super bequem bei Vinted gebraucht gekauft. So, jetzt starten wir aber wirklich. Ich habe einmal dieses schöne Top hier mitgenommen. Das ist ein Doppelpaket. Einmal gibt es das in Schwarz. Das hat hier oben so richtig schön Spitze und ist in einer Größe 34 von H&M. Und in dem Set ebenfalls mit drinne war dasselbe in Rosé. Also es ist nicht so ein rosa Pink, sondern es ist so ein richtig schönes Rosé Aprikot. Auch wieder in XS von H&M aus der Mama-Abteilung. Da unten seht ihr auch, dass es eben so ein Umstands-Top ist. Und ich finde es so schön und erst recht für den Sommer mit den Flügelärmeln. Wirklich perfekt und passend. Dann machen wir weiter mit einem ganz normalen weißen Top, was man ja im Sommer auch wirklich super tragen kann. Auch hier, ja, ganz normales Umstandstop in Weiß, auch wieder von H&M und in einer Größe XS. Dann kommen wir zu meinem absoluten neuen Lieblings-T-Shirt. Ich liebe das. Und zwar einmal dieses hier. Das ist richtig schön mit so Blümchen drauf und einem V-Ausschnitt. Auch das ist wieder von H&M in XS und ist so, so schön. Ich liebe das total. Passend dazu habe ich mir gedacht, könnte ich ja diese Shorts hier anziehen. Denn ich bin eigentlich nicht so ein Kleidermensch. Ich bin eher so, Hosen, kurze Hosen, Hotpants. Und dementsprechend habe ich mich hier für zwei kurze Shorts entschieden. Einmal diese hier, die ist so blau-weiß gestreift. Die habe ich euch jetzt nicht angezogen. Genau. Ich finde die auch total schön. Die ist auch in XS von H&M. Und dann habe ich noch eine dunkelblaue einfach mitgenommen. So sieht die aus. Auch von H&M in XS. Und passend zu dieser Shorts dachte ich eben dieses T-Shirt hier. Und das hatte ich beides auch schon in der Kombination an. Das sieht wirklich richtig toll aus. Da war Felix auch total begeistert, weil ich habe ihm zuerst die Shorts gezeigt. Er dachte so, na gut, okay. Dann habe ich ihm das T-Shirt gezeigt. Er dachte, oh, das muss ich angezogen sehen. Dann habe ich gesagt, ja, ich habe das beides eigentlich gekauft, um das so zusammen als Kombi anzuziehen. Und dann hat er gesagt, ja, ich muss es angezogen sehen. Dann habe ich gesagt, gut, ich ziehe es an.
Da habe ich es angezogen und dann war er direkt begeistert. Genau, also das sind auch die einzigen beiden kurzen Hosen, die ich habe, weil sonst habe ich, wie gesagt, nur Kleider und ich denke, ich werde am meisten Leggings tragen. Leggings kann ich euch noch kurz etwas sagen. Da trage ich ja die von Lelun. Die sind wirklich toll durch das hohe Bündchen. Aber ich habe mir jetzt nochmal zwei von H&M bestellt, Umstandsleggings, weil langsam das Bündchen oben zu klein wird bei Lelun und dementsprechend wollte ich nochmal einmal für das Ende sozusagen der Schwangerschaft einmal nochmal zwei richtig Umstandsleggings haben. Mal gucken, wann die ankommen, mal gucken, wie die sitzen, wie die passen. So, weiter geht's mit einem gepunkteten T-Shirt. Das finde ich auch richtig schön. Das gibt es auch als Langarm. Ich habe es hier einmal als T-Shirt. Und ich finde das so schön. Das ist auch von H&M in Größe XS aus der Mama-Abteilung. Und ach, ich finde, das ist so typisch schwanger, so gepunktet oder gestreift, ist so typisch schwanger, aber ich finde es einfach richtig toll und für den Sommer auch sehr, sehr passend. Dann habe ich noch ein Dreiviertel-Shirt mitgenommen von Vinted. Ich habe übrigens das meiste bei einer Mama gekauft, weil es ist total schwierig, Umstandsmode in XS zu finden. Und genau, deswegen das meiste ist tatsächlich von einer Mami. So, also einmal das hellblaue Dreiviertel-Shirt. Ich wollte jetzt nichts komplett Langarmiges, aber ich denke, so Dreiviertel könnte für den Sommer auch schon manchmal ganz gut sein, weil es ja doch schon manchmal noch recht kalt. Und genau, dementsprechend einmal hier in hellblau so ein Dreiviertel-Shirt. Das ist auch in XS, auch von H&M. Also ich, es ist alles von H&M. Genau, weiter nämlich geht's mit noch ein T-Shirt von H&M in XS und zwar grau-weiß gestreift. Finde ich auch richtig schön. Ich liebe solche schlichten Sachen. Und ich finde, die Sachen von H&M sitzen einfach immer perfekt und sind einfach schön. Also ganz ehrlich, ich muss es einfach zugeben, ich liebe einfach die Sachen von H&M, sowohl bei den Kindern als auch bei mir selber. Genau, also was Basic und so angeht, gerne H&M. Hier auf jeden Fall einmal das schwarz-weiß gestreifte T-Shirt. Auch wieder in einer XS. Und dann habe ich mir noch ein schwarzes Shirt mitgenommen. Und zwar auch wieder Dreiviertelärmel und einfach schlicht schwarz. Ich denke, da kann man auch nichts falsch machen. Sieht mit einer Jeans einfach immer gut aus. Und vielleicht sogar mit der Shorts zusammen könnte das bestimmt auch ganz so gut aussehen. Genau, also einfach. Einfach ein schwarzes. So, dann habe ich ein T-Shirt noch mitgenommen, beziehungsweise es ist eher so ein Top. Es hat wieder Flügelärmel, wo ich mir am Anfang gar nicht so sicher war, könnte mir das stehen. Es ist so ein bisschen Ton in Ton mit meiner Haut, aber ich finde es trotzdem wirklich sehr, sehr schön mit den Flügelärmeln. Und ich denke, für den Sommer passt das ganz gut. Es ist auch wieder in einer XS. Und ja, was soll ich sagen? Ein bisschen was Buntes, ein bisschen was. Fetziges ja nicht, aber ein bisschen was anderes. So, und dann auch wirklich typisch Schwangerschaftsmode. Also irgendwie, wie gesagt, Punkte und Streifen und so ist einfach typisch schwanger. Einmal ein T-Shirt in dunkelblau, weiß gepunktet, auch wieder in XS. Und ja, was soll ich sagen? Einfach typisch schwanger, aber auch einfach schön. Ich mag es total. Ich bin ja total der Fan von so solchen Sachen. Und ich finde, das steht mir auch ganz gut. So, dann habe ich noch mitgenommen, das habe ich euch jetzt auch nicht angezogen, abgefilmt. Einfach ein Stilltop. Tatsächlich habe ich bei Lia, also ich habe noch alle Umstandssachen von Lia, aber ich habe ein paar Stilltops aussortiert, auch weil man die Größe XS sehr, sehr schwer bzw. neu bei H&M gar nicht mehr bekommt. Also auf jeden Fall in den Filialen nicht. Und es ist super, super schwierig, Stilltops in XS zu finden. Also es ist wirklich eine Herausforderung. Und deswegen hatte ich bei Lia die meisten einfach nur in S. Und die waren einfach mir ein bisschen zu groß. Und es war sehr unangenehm. Ich habe die trotzdem noch und werde sie auch trotzdem anziehen. Aber ich habe mir hier nochmal eins in XS besorgt, einfach in Schwarz. Das sind ja diese Tops, die man hier oben aufmachen kann. Und dann hat man die Brust frei sozusagen. Also diese Tops empfehle ich wirklich jeder stillenden Mama. Die sind einfach wirklich klasse. Und vor allem sind sie super bequem. Und ihr könnt halt einfach wirklich aufmachen hier. Habt dann die Brust frei, könnt euer Kind stillen und dann zack wieder zumachen.
Und müsst dann nicht Träger runter oder Arm erstmal durch. Oder wenn man ein T-Shirt oder so anhat, muss man das von unten hochziehen. Also die sind wirklich mega praktisch. Und deswegen habe ich mir hier, ja, nochmal eins in XS besorgt. Und von meiner Schwester habe ich tatsächlich auch noch zwei zum Geburtstag bekommen. XS auch nochmal ein schwarzes und ein weißes. So, und jetzt geht's weiter. Einmal mit einem Shirt, was ich bei Lia auch schon habe. Oder also hatte und auch noch, immer noch habe. Allerdings in Größe S. Jetzt habe ich mir nochmal ein XS bestellt, beziehungsweise gekauft. Und zwar dieses Langarm-Shirt hier. Also ich habe es bei Lia schon wirklich sehr geliebt und liebe es jetzt immer noch. Ich mag die Farben einfach und alles. Und genau. Ja, ist einfach schön. Und deswegen habe ich es mir jetzt zum zweiten Mal nochmal gekauft. Jetzt habe ich zwei, weil das ein XS ist ein bisschen lockerer und das hier ist einfach ein bisschen enger. So, und dann nochmal ein Dreiviertel-Shirt. Und das hatte ich jetzt auch schon öfter an und das ist so bequem. Einmal in grau-weiß, nee, grau-schwarz gestreift, auch in XS wieder und genauso drei Viertel wieder und ich mag das total. Ich hatte das schon sehr, sehr oft an und ja, gefällt mir sehr, sehr gut an mir selber. Er hat einen tollen Schnitt, also alle haben ja fast dieselben Schnitte, aber ja, ich mag diese Farbkombi und so einfach sehr gerne. Ihr könnt mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. So, und dann tatsächlich das letzte Teil. Ist eine Bluse und die habe ich mir relativ schnell am Anfang schon gekauft. Die habe ich bei Vinted gefunden und es war ein mega Schnäppchen. Ich glaube, ich habe 3 Euro bezahlt. Die ist auch von H&M in XS aus der Mama-Abteilung. Und zwar sieht das so aus: so ein Hemdchen und ist auch super zum Aufknöpfen oben, also perfekt auch zum Stillen. Und da passt eben auch schön eine dicke Babybauch rein und ich liebe die einfach. Ich habe die jetzt schon so oft getragen. Und ja, auch ganz oft auf Instagram habt ihr die schon gesehen, weil die auch einfach super bequem ist. Es ist so ein richtig weicher, schöner Stoff. Und genau, kann ich mir auch sehr gut im Sommer vorstellen. Ich trage die jetzt immer mit einer Leggings einfach drunter. Mega, mega angenehm. Genau, und dann trage ich gerade eine Umstandsjeans. Und zwar die einzige, die ich gekauft habe. Und auch das einzige Teil, was neu gekauft wurde. Denn die war einfach mega im Angebot für 10 Euro bei H&M. Und ich musste sie einfach kaufen, weil sie einfach meine Größe hatte. Und zwar eine 34. Und meine ganzen anderen Hosen sind alle in 36, weil Umstandshosen in Größe 34 wirklich sehr, sehr schwer zu finden sind. Und dementsprechend, ja, war ich mega happy, dass ich die gefunden habe. Und habe die dann bei uns in der Filiale auch direkt mitgenommen. Und bin mega zufrieden damit. Also sie sitzt einfach sehr, sehr gut. Und ich freue mich, dass ich da so ein Schnäppchen gemacht habe. Ja, meine Lieben, das war es auch schon. Das war dieser Umstandsmoden-Haul. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch einen ganz, ganz wundervollen Tag. Schreibt mir gerne mal eure Meinung zu Umstandsmode in die Kommentare. Brauchtet ihr das? Wie findet ihr das? Kauft ihr überhaupt etwas? Und ja, wie steht ihr einfach dazu? Schreibt mir, wie gesagt, gerne in die Kommentare. Und dann wünsche ich euch einen ganz, ganz wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!